Thank you.
Guten Morgen miteinander, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Livestream hier aus der Tägerwiler Kirche, wo wir die Möglichkeit haben, um einen Ostergottesdienst live zu streamen. Vielleicht jetzt die Frage, warum machen wir das? Uns ist einfach mega wichtig, dass man gerade auch in dieser Zeit den Draht zu der eigenen Gemeinde aufrechterhalten kann. Und wir hoffen, dass wir mit Ihnen, dass wir mit dem Livestream Ihnen die Möglichkeit geben können, um das zu machen. Zum genaueren Konzept und zum Ablauf wird jetzt der Stein Ihnen gerade noch ein bisschen mehr sagen. Wir haben am DMF vor allem Gemeinschaft mit den Leuten aus der Kirchengemeinde. Darum haben wir gedacht, wir wollen da etwas interaktiv schaffen und uns überlegt, dass wir uns nach der Predigt wie im Kirchenkaffee mit euch austauschen. Das funktioniert so, dass nachher der Peter Keller etwas Spannendes uns erzählen wird. Und wenn Sie dann irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Anmerkungen zu der Predigt oder momentan zu der Situation, schreiben Sie die gerne uns auf WhatsApp auf der Nummer 077 417 4834 oder direkt auf Insta, wie auch im Live-Chat unter dem Video kann man uns Fragen stellen. Die Fragen werden wir noch teilweise im Interview einbauen. Alle, die Fragen, die gestellt werden, können wir vermutlich nicht beantworten. Aber was wir versprechen können, ist, dass alle Fragen, die auf WhatsApp gestellt werden, sicher eine Antwort bekommen. Die Fragen werden wir noch anonymisiert stellen, also Sie müssen keine Angst haben. Sie dürfen fragen, was Sie wollen. So, jetzt würde ich das Wort gerne an Peter Keller übergeben und dann direkt in unseren Ostergottesdienst starten. Bis noch einmal. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Amen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Tägerwiler, Gottliebe und auch alle anderen, die jetzt zuschauen, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem besonderen Ostergottesdienst. Sie haben schon gehört, mein Name ist Peter Keller, ich bin pensionierter Pfarrer und vertrete auch einen Pfarrer in den Tagen, wo seine Frau ihr drittes Kind bekommt. Wir können einander heute leider nicht persönlich begegnen, wegen den besonderen Umständen, wo wir alle mehr oder weniger darunter leiden. Aber wegen dem lassen wir uns die Freude nicht nehmen. Die Freude über die Ostern, die Freude darüber, dass Jesus Christus so verstanden ist und lebt. In dem Sinn wünsche ich allen, die jetzt zuschauen, recht frohe Ostern und einen gesegneten Gottesdienst. Wenn wir jetzt miteinander zwei Liedstrophen singen, lade ich Sie herzlich ein, auch die haben oder unterwegs, wo Sie gerade jetzt sind, stimmen Sie doch ein und singen Sie mit, gelobt sei Gott im höchsten Thron, samt seinem eingeborenen Sohn, der für uns hat genug getan, Halleluja. Hören wir auf den Bericht von dem, was damals am Ostermorgen passiert ist. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 1 bis 8.
Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Die Frauen verließen das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Und jetzt dürfen wir selber mit dem auferstandenen Herr reden. Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, du siehst uns, wo wir jetzt gerade sind. Du weißt, wie es jedem Einzelnen von uns geht. Du kennst unsere Situation, die nicht gerade rosig ist. Und doch, wenn wir uns jetzt freuen darüber, dass du lebst und bei uns bist. Du bist vom Tod auferstanden. Und hast deinen Jüngern versprochen, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Da macht uns froh und getrost. Auch wenn jetzt manches nicht so ist, wie wir es uns würden wünschen. Wir bitten dich jetzt, red du zu uns in dem Gottesdienst. Begegne du uns und richte unsere Augen und unser Leben aus auf dich und auf das, was du für uns tun hast. Amen. Mit dem Gotthard zusammen singen wir jetzt vom angefangenen Lied nochmal eine Strophe. Jetzt lassen wir auf das, was das Wort von Gott heute Morgen zu uns will sagen. Ich lese bloß einen einzigen Vers aus der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 30. Aber Gott hat Jesus auferweckt von den Toten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vor etwa 80 Jahren, wo die Nationalsozialisten zu Deutschland an die Macht gekommen sind, hat der Pfarrer Erich Schnepel auf dem Dach der Berliner Stadtmission eine grosse Leuchtreklame aufstellen lassen. Mit riesigen Neonbuchstaben hat man dort jeden Abend weit über die ganze Hauptstadt hinein lesen: Aber Gott pünktlich. Pünktlich, pünktlich. Es sind bloß ein paar wenige Buchstaben gewesen. Aber es ist keine 14 Tage gegangen, da ist die SS erschienen und hat vom Schnepel verlangt: Nehmen Sie die Leuchtschrift sofort oben ab. Das ist unerlaubte Propaganda. Den Herren, dort mal, hat es nicht gepasst.
dass es da noch jemanden gibt, der sich nicht in ihr System integrieren lässt. Jemand, der alles sieht, was sie machen. Und nicht einfach Ja sagt dazu, sondern Aber. Jemand, der sie ganz sicher einmal zur Rechenschaft zieht für all ihre Untaten. Aber Gott, das hat sie nicht zur Ruhe gelassen. Es hat sie geärgert, dass ihnen jeden Abend wieder neu die unbequemen Worte vor Augen gestanden sind. Man hätte es einfach nicht können übersehen. Und darum haben die Worte müssen weg. Darum hat auch der Bonhoeffer müssen weg. All die unbequemen Männer, die haben müssen verschwinden. Aber Gott. Gott hat gleich das letzte Wort gehabt. Der Nationalsozialismus hat schließlich abdanken und kapitulieren. Die Verantwortlichen für all die Gräueltaten sind zur Rechenschaft gezogen worden. Und die sich von der Verantwortung haben können drücken, die kommen ganz sicher einmal vor dem höchsten Richter noch dran. Gott fällt auch über ihr Leben das letzte Urteil. Aber Gott. Der Paulus hat die beiden Worte in einer Predigt gebraucht, nachdem er erzählt hat, wie Jerusalem die Leute, der unschuldige Jesus, der doch den Menschen bloß gut zu tun hat, wie sie ihn zum Tod verurteilt und von Pilatus hinrichten lassen. Wo Jesus den Tod im Grab hineingelegen ist, haben viele gedacht, so, der ist jetzt erledigt. Der unbequeme Prediger, den haben wir los. Endlich haben wir ihn zum Schweigen gebracht. Der tut uns nicht mehr weh. Aber Gott, sagte Paulus, aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Gegner von Jesus haben sich zu früh gefreut. Sie haben nicht mit dem lebendigen Gott gerechnet. Sie haben gemeint, der Jesus sei bloß irgend so ein Schwätzer, der sich einbilde, er sei der Sohn vom Allerhöchsten. So schnell sind sie fertig mit dem. Aber Gott hat sich da nicht büten lassen. Er ist zu seinem Sohn gestanden. Er hat am Ostermorgen das Grab aufgesprengt und seinen Sohn vom Tod auferweckt. Menschen haben gemeint, sie seien fertig mit dem Jesus. Aber Gott hat mit der Auferstehung von seinem Sohn einen dicken Strich durch ihre Rechnung gemacht. Jahrzehntelang hat man in Osteuropa massiv Propaganda gemacht gegen Gott. Ich habe Plakate gesehen, wo der erste russische Kosmonaut, Juri Gagarin, darauf abgebildet ist, wenn er im Weltraum Ausschau haltet nach Gott, aber niemand etwas kann entdecken von ihm. Und dann steht mit riesigen Buchstaben, russischen Buchstaben drunter, Boga Niet, Gott geht's nicht. Und unten dran sieht man, wie die Kirchtürme ganz bedenklich schwanken und es bloß noch eine Frage der Zeit ist, bis die endlich zusammengehen. Die Kommunisten haben in allem Ernst gemeint, sie haben den altmodischen Gott erledigt. Und die paar unverbesserlichen Hinterwäldler, die doch noch an ihn glauben, die seien auch bald ausgestorben. Aber Gott. Gott hat all die Pläne durchkreuzt. Er lebt und lässt sich nicht einfach absetzen. Der Kommunismus hat in der Zwischenzeit abgewirtschaftet. Aber die christliche Gemeinde im Osten lebt und die wächst. Millionen haben sich zu Russland wieder taufen lassen und feiern mit uns in diesen Tagen Ostern. Ostern ist der Sieg von Jesus Christus über alles Dunkle und alles Böse in der Welt. Wir haben doch seine Gegner probiert, alles abzusichern, dass nach seinem Tod ja nichts mehr passieren könnte. Man hat sein Grab versiegelt, man hat Soldaten davor hergestellt, die haben ihn wachschieben. Aber wo Jesus auferstanden ist, sind die schwer bewaffneten Wächter wie tot umgekehrt. All ihre Waffen haben ihnen nichts mehr genützt.
Wenn Gott eingreift, dann nützt all unseren Widerstand nichts mehr. Und auch jeder, der sich mit Gott angelegt hat, hat sich die Finger verbrennt und ist unterlegen. Gott hat immer wieder sein Aber gesagt zu der Rebellion der Menschen. Er hat sein Aber gesagt zu den Ideologen und Philosophen, die gemeint haben, sie können Gott für tot erklären. Und er hat sein Aber gesagt zu den Kaisern und Diktatoren, die sich gegen ihn und seine Gemeinde aufgelehnt haben. Ostern ist das grosse Aber, wo Gott in die Welt hinein gesagt hat. Sein Aber gegen alle Widerstand und gegen alle Gewalten. Auch der Stärkste findet, der Tod, hat hier kapitulieren. Bis dorthin war er der unumschränkte Herrscher in dieser Welt. Kein einziger Mensch hätte ihm dort latte. Er hat jeden geholt. Früher oder später ist jeder Drache und jede. Todsicher jeder. Kein hätte dem Tod einen Schnippli schlagen können. Auch nicht mit Fitnesstraining, auch nicht mit Vitamin oder gesunder Diät. Am Schluss ist jedem dem Tod in die Arme gelaufen. An ihm hat kein Weg vorbeigeführt. Aber am Ostermorgen hat der Tod das erste Mal ein Opfer müssen fahren lassen. Ein Opfer, wo er schon geglaubt hat, er heisse jetzt auf sicher. Am Ostermorgen hat Jesus das Gefängnis vom Tod aufgebrochen und ist auferstanden. Der Tod hat an der Ostern den Kürzer gezogen. Er hat seinen Meister gefunden. Jesus Christus. Und so steht er ja auch in unserer Kirche, immer wenn wir fürchst schauen, mit dem Glasfenster. Das ist Ostern, Jesus der Auferstandene. Zur Zeit der ehemaligen DDR ist es einmal vorgekommen, dass Leute im Geheimen unter der Berliner Mauer durch einen Tunnel gegraben haben. Ein Tunnel im Westen. Wo der fertig war, konnten Hunderte flüchten. Aus der Knechtschaft und Unterdrückung in die Freiheit. So einen Tunnel in die Freiheit geht seit dem Ostermorgen an für uns. Das Reich vom Tod ist nicht mehr dicht. Es gibt einen Ausgang. Der Stein vor dem Grab ist weg. Wir müssen nicht mehr verzweifeln auf dem Friedhof an den Gräbern unserer liebsten Menschen. Der Tod kann uns nicht mehr für ewig trennen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wenn unser Leben dem Stärkeren gehört, dann gibt es eigentlich nichts mehr, wo uns da knechten und Angst machen. Wenn Jesus mit dem Schlimmsten findet, mit dem Tod fertig geworden ist, dann ist für einen Christ nicht mehr der Tod das sicherste Ereignis in der Zukunft, sondern das Leben. Darum hat der Pfarrer Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager, wo ihn der Nazi-Henker zur Hinrichtung abgeholt hat, können sagen, das ist das Ende. Aber für mich ist es der Beginn des Lebens. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Ja, nach dem Karfreitag sind die Jünger, wir wissen da, total verzweifelt gewesen. Jetzt ist alles fertig, haben sie dann gesagt. Wir haben doch gehofft, dass Jesus unser Volk erlöst. Darum sind wir doch mit ihm gezogen. Aber jetzt ist er tot. Was will man jetzt noch? Es ist alles sinnlos. So sind sie bei ihnen angehockt und haben Trübsal blasen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch heute gibt es vieles, was uns den Mut will nehmen. Das Coronavirus macht uns Angst. Und wie kommt dann noch raus mit der Weltwirtschaft? Vor allem in den ärmeren Ländern, in den ärmeren Ländern Millionen von Firmen Konkurs gehen und die Leute nichts mehr verdienen können. Von der Klimaerwärmung und dem Flüchtlingselend redet man schon fast gar nicht mehr. Jemand hat mir einmal gesagt,
er könne die Tagesschau nicht mehr schauen. Da täte ihm den Weg beelenden, dass er es einmal fast nicht mehr verkraften könnte. Ja, was sagen wir Christen dazu? Wenn wir die Welt mit all ihrem Unglück sehen. Ich weiß noch gut, als ich mal mit einem alten Pfarrer, er lebt schon lange nicht mehr, über viele von diesen traurigen Problemfeldern diskutiert haben. Und auch über die Kirche haben wir geredet, wo immer mehr auf dem Abstellgleis steht. Unser Gespräch ist all frustrierender und hoffnungsloser geworden. Aber am Schluss ist mein alter Kollege aufgestanden und hat gesagt, und doch, etwas dürfen wir nie vergessen. Jesus Christus lebt. Nach diesen Worten ist es gewesen, wie wenn der ganze Nebel von der Hoffnungslosigkeit hätte müssen weichen und die Sonne durchgebrochen wäre. Gott hat eben doch das letzte Wort. Weil es Ostermorgen geworden ist, weil Jesus auferstanden ist, darum dürfen wir wissen, der Teufel hat verloren. Die Sache von Jesus kann nicht untergehen. Weil er den letzten Sieg schon erkämpft hat. Auch wenn es manchmal noch so aussieht, wenn es die Macht vom Bösen am Schluss doch noch gewinnen würde, dürfen Christen wissen, die bäumt sich bloß noch ein letztes Mal auf. Es sind Rückzugsgefechte. Aber Gott hat das letzte Wort. Mit der Auferstehung von Jesus hat eine neue Welt angefangen. Mit seinem neuen Körper, der nicht mehr dem Tod unterworfen ist, ist der Anfang gesetzt. Und alle, die auf ihn vertrauen und sich im Glauben an Auferstandene klammern, die wissen, dass der Tod eigentlich keine Macht mehr hat über sie. Natürlich müssen auch Christen noch sterben. Aber der Tod ist für sie nicht mehr ein dunkles Loch, wo niemand weiß, was hinten dran kommt. Sondern der Tod ist für sie zur Tür geworden, die zum ewigen Leben mit Christus führt. Das sehen wir gerade beim Dietrich Bonhoeffer. Darum hat er so getrost können sterben. Auch wenn es noch Sachen gibt, die uns ganz persönlich abdrücken wollen, ja, vielleicht eine kranke Frau im Spital oder einen jahrelangen Familienstreit, ein Todesfall, der uns zu schaffen macht, eine Beziehung zu einem Mitmensch, der fast nicht zum Aushalten ist, oder auch eine Ehe, die gescheitert ist. Auch dann dürfen wir wissen, aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Jesus lebt. Und er ist mit all diesen dunklen Mächten vom Bösen fertig geworden. Er lebt, auch wenn wir ihn nicht sehen. Er hat die Fäden von dieser Welt in seiner Hand. Ob es diesen Herren hier passt oder nicht. Und er nimmt gerne auch die Fäden von unserem Leben in seine Hand, wenn wir bereit sind, unsere Wirrleten aus der Hand zu geben und unseren selber gelismeten Durcheinander ihm zu überlassen. Jesus kann alles, was so unter Obsi ist, er nimmt unmöglich. Über jede Schwierigkeit und jede Notlage dürfen wir die Worte stellen. Aber Gott ist doch stärker. Und grösser. Aber Gott hat doch alles in der Hand. Aber Gott kann alles ändern. Drum frohe Ostern. Amen.
Ich lade Sie nochmal ein zum Gebet. Allmächtiger Gott, wir sind so froh, dass du aber gesagt hast zu allem, was uns Angst macht und uns die Hoffnung will nehmen. Helf uns bitte, dass wir jetzt auch für uns persönlich Konsequenzen ziehen aus der Ostertatsache. Jesus, weil du lebst, müssen wir uns nicht mehr abdrücken lassen von Angst und Sorgen. Weil du Alltag bei uns bist, müssen wir nicht mehr resignieren. Helf uns, als Osterleute voller Zuversicht in die neue Woche hineinzugehen, weil wir wissen, wir dürfen an deiner Hand gehen. Ganz besonders bitten wir dich jetzt für alle Kranken, die auf der Intensivstation liegen und um ihr Leben kämpfen. Bist du ihnen doch ganz besonders näher. Schenk allen, die sich bis zum Rand von ihrer Kraft in die Pflege investieren, neue Energie und deinen ganz besonderen Schutz. Tröst alle, die um liebe Menschen trauern. Und segne alle, die sich kümmern um einsame und betagte Mitmenschen. Und erbarm dich über all die vielen, die nichts mehr verdienen können und in den armen Ländern auch keine Unterstützung bekommen. Bitte, Herr, leite unsere Behörden und Politiker, dass sie die rechten Entscheidungen treffen. Schenk, dass man bald Impfstoff und Medikamente entwickeln kann gegen die Not. Und alles, was uns noch bewegt, fassen wir zusammen jetzt in dem Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lade noch mal ein zum fröhlichen Osterlied. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit. Wir singen drei Strophen. Ich möchte allen ganz herzlich danken, die heute mitgeholfen haben zum Gelingen von dem Gottesdienst, unseren jungen Technikern,
Raum Gotthard, Klavier und allen, die im Hintergrund mitgewirkt haben. Ich habe zwei Mitteilungen für die Kirchgemeinde Egerwilen-Gottliebe. Am nächsten Sonntag, am 19. April, ab 5 Uhr, zu Abend ist ein Gebetsabend. Mehr Info dazu gibt es ab Mittwoch auf der Webseite. Und am übernächsten Sonntag, am 26. April, zu Abend um 5 Uhr, ist der Start-up-Gottesdienst von jungen Erwachsenen auch wieder als Livestream zu sehen. Und jetzt, wir kommen zum Schluss vom Gottesdienst, das geht dann aber noch weiter, wir hören es dann. Aber zum Schluss darf ich jetzt allen, die zuschauen, noch den Segen von Gott mitgeben für die neue Woche. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten, unseren Herrn Jesus, von den Toten auferweckt hat, der möge euch die Kraft geben, das Gute zu tun und seinen Willen zu erfüllen. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt Ehre für immer und ewig. Amen. Nach dieser hoffnungsvollen Predigt haben wir uns jetzt hier zu einem kleinen Interview getroffen mit den zwei Kellers und dem Döme und mir. Eigentlich war der Plan, dass noch mal jemand mehr in dieser Runde hockt, aber es ist etwas wahnsinnig Schönes dazwischen gekommen. Denn er ist Vater geworden. Er ist momentan gerade auf dem Heimweg und ist jetzt Vater. Wenn ihr die meisten, wenn ihr nicht mehr wisst, ihr wisst, von wem ihr redet, nämlich vom Pfarrer Philipp Widler. Er hat einen gesunden Bub auf die Welt, also seine Frau hat einen gesunden Bub auf die Welt gebracht, natürlich, mit dem Namen Nathanael Joshua. So, jetzt will ich gerade das Interview eröffnen und dem Döme das Wort geben, dass er euch ein paar spannende Fragen kann stellen zu der Predigt oder allgemein. Ihr Zuschauer sind nochmal dazu aufgefordert, zum Fragen stellen, entweder per WhatsApp
Und die Nummer 077 417 4834 direkt auf Insta oder auch unten im Live-Chat auf YouTube. Gut, danke vielmals. Und dann würde ich gerade zu der ersten Frage an euch beide kommen. Und zwar hast du in deiner Predigt oft so einen Aber-Gott-Moment erwähnt, dass man vielleicht in einer schlechten Situation ist, wo man keinen Ausweg sieht oder wo sich einfach mega schlecht anfühlt, aber dann Gott etwas gemacht hat. Und wegen dem meine Frage an euch beide: Was war euren persönlicher bester Aber-Gott-Moment gewesen? Ja, ich habe es einmal erlebt, dass ich persönlich sehr stark angegriffen worden bin und mich überhaupt nicht wehren konnte. Eigentlich denke, wie kommt das raus oder was passiert aus dem raus? Was hat das vielleicht für Folgen für mich? Und ich habe erlebt, dass Gott aus dem Negativen, aus dem persönlichen Angriff vieles Gute können machen und in gewissen Punkten eigentlich mich wie vorangebracht hat. Und gemerkt, Gott ist da, auch wenn ich es im ersten Moment gar nicht merke. Mega cool, also du hast dann vielleicht sogar auch davon profitieren können, wenn du sagst, es hat dich vorangebracht. Mir fällt gerade ein, ich habe als 15-Jähriger müssen zuschauen, wie mein eigener Bruder bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Das war für unsere Familie ein wahnsinniger Schock gewesen. Und ich habe nicht gedacht, dass man da je wieder kann froh werden darüber. Und wenn ich jetzt denke, so nach vielen, vielen Jahrzehnten zurück, was das bewirkt hat in unserer Familie, wie uns das zusammengeschweißt hat und wie wir eigentlich durch das gemerkt haben, bei Gott ist Hilfe, da können wir wirklich Trost und Hilfe finden. Dann kann ich nur staunen und sagen, wirklich, da hat Gott aber gesagt. Mega cool, also beides zwei Momente, die wirklich sehr düster waren und aber dann doch wieder ein starkes Zeichen von Gott gekommen ist und so ein Aber-Gott-Moment dürfen bescheren. Jetzt vielleicht noch eine andere Frage, wo hat aber vielleicht so ein Aber-Gott-Moment gefehlt, wo ihr euch gewünscht hättet, dass ein Aber-Gott-Moment kommen und seht ihr vielleicht, warum dass ein Aber-Gott-Moment nicht gekommen ist in dem Moment? Also ich hätte da sicher verschiedene Beispiele. Eins sehr persönliches, wo mir aufgefallen ist, vielleicht zu sehr persönliches, ist, wo mein Papa gestorben ist. Bin ich vorher noch auf der Intensivstation gewesen und habe für ihn gebetet. Und irgendwie habe ich Gott unnötig gespürt und bin eigentlich sicher gewesen, Gott wird so einen Aber-Moment herbringen. Gott wird so einen Moment bringen, wo jetzt einfach ein Wunder passiert. Ich bin mir 100% sicher gewesen. Ich weiß nicht, wo die Sicherheit hergekommen ist. Darum denke ich, es ist von Gott gekommen. Und kaum darauf ab, ist mein Papa dann gestorben. Für uns alle schon sehr früh. Und ja, das habe ich lange irgendwie wie so eine Verletzung in mir gehabt. Ich denke, wieso bin ich mir nicht so sicher gewesen, wie hat mir Gott das Vertrauen gegeben, aber nachher der Aber-Gott-Moment hat irgendwie doch gefehlt. Und also wie bist du jetzt so damit umgegangen, wenn du die Sache mit Abstand betrachtest? Glaubst du, hat da eher vielleicht geschadet, dass der Aber-Gott-Moment gefehlt hat? Oder denkst du jetzt im Nachhinein, vielleicht ist es gar nicht so schlimm gewesen, dass der Aber-Gott-Moment gefehlt hat? Ich denke, jetzt für meinen Papa jetzt wir müssen volle Heilung geben von dem der Krankheit, die er hatte. Sonst wäre es für ihn ein schwieriges Leben geworden, so mit der Herztransplantation oder irgend so etwas. Es wäre sehr schwierig geworden, das weiterzuleben. Aber für mich jetzt selber würde ich sagen, es hat schon längere Verletzungen gegeben, wo ich denke, kann ich Gott vertrauen, wenn ich eben den Eindruck habe, dass das so ist? Oder kann ich überhaupt beten für jemanden, der krank ist und denke, der wird dann gesund? Vielleicht Peter, bei dir, was war so ein Moment? Mir fällt jetzt nicht speziell persönlich etwas ein, aber für mich jetzt auch noch viele Sachen, wo ich offene Fragen habe. Ich denke jetzt mehr politisch. Eine offene Frage für mich ist, warum sind all die versuchten Anschläge gegen den Hitler nicht geraten? Das ist für mich eine offene Frage, wo ich hoffe, dass ich im Himmel die mal noch beantwortet bekomme. Wie viele Menschen hätte man können retten, wenn das vorher gelungen wäre, den Mann auszuschalten? Aber ja, da habe ich noch keine Antwort. Sehr interessante Frage. Wir haben uns auch nachher noch weiter hinein in der Frage vielleicht eine Frage stellen, die ein bisschen in die gleiche Richtung nochmal geht, wo man sich nochmal damit beschäftigen könnte. Und nach diesen zwei eher persönlichen Fragen möchte ich jetzt gerade überleiten zu der Frage zu der Predigt.
Und zwar ist die erste Frage, die wir uns gestellt haben, als wir deine Predigt gehört haben, ist gewesen, wieso scheint es so, dass der Aber-Gott-Moment manchmal so lange braucht. Also du hast zum Beispiel das Beispiel Nationalsozialismus erwähnt. Und dort ist es ja auch relativ lang gegangen, bis dann sozusagen wirklich die Situation wieder geklärt war und der Krieg vorbei war. Ja, das ist nicht eine einfache Frage, aber ich denke, Gott hat uns Menschen einen unerhörten Freiraum aufgetan, wo wir dürfen handeln, wo wir nicht einfach Marionetten sind, wo wir dürfen selber entscheiden zwischen Gut und Böse. Und wenn wir für das Böse uns entscheiden, sagt er nicht einfach sofort Halt, sondern dann lässt er uns sehr oft einfach laufen, damit wir auch Konsequenzen davon erleben müssen. Also es gibt das Wort in der Bibel, was der Mensch sieht, das muss er ernten, oder? Ich denke, das geht in die Richtung. Das geht da manchmal einfach zuwarten mit seiner Antwort. Mhm. Steff, würdest du dem zustimmen, was der Peter gesagt hat? Würdest du sagen, nein, da hat noch einen anderen Aspekt vielleicht drin? Ich denke, wie der Peter gleicher Meinung ist, es bleiben einfach Fragen zurück, oder? Also jetzt bei dem Beispiel vom Säen und Ernten, wird es ja manchmal Leute geben, die nicht gesät haben, das Böse, oder nicht das Böse zugelassen haben, oder nicht die Freiheit gesucht haben, und trotzdem unter dem leiden. Sagen wir jetzt gerade beim Klimaschutz ist es ja so, dass nicht die, die es jetzt verursachen, nachher am meisten werden unter den Folgen vom Meerspiegelerhöhung leiden, sondern irgendwelche andere Leute teilweise. Also es ist, ich finde, es bleiben oft Fragen, wie Gott das zulässt. Und das ist auch okay, wenn man die Fragen hat. Das gehört zu unserem Glauben, dass wir auch diesen Fragen vielleicht Raum geben, aber nicht bei dem stehen bleiben. Also vielleicht mal doch auch wichtig, um darüber nachzudenken, aber vielleicht nicht den Punkt, um sich daran aufhängen. Wenn wir vielleicht den Gedanken, den du dazu noch ein bisschen eingebracht hast, wenn ich da noch genauer drin nachfragen darf. Also würdest du sagen, es fehlt vielleicht manchmal jetzt aus unserer Perspektive eine Gerechtigkeit in dem Sinne, wer sagt und wer erntet? Ja, insgesamt kann man doch vieles nicht verstehen, aber das ist in der Bibel auch schon so, in den Psalmen gibt es ja, dass eigentlich man sagt, wieso, der macht böse Sachen und hat ein gutes Leben in einer menschlichen Perspektive und ein anderer ist so nicht zu anderen Leuten, ist gottesfürchtig, was auch immer, und hat irgendeine Krankheit oder hat irgendeinen Jobverlust oder irgendetwas, wo das ist, wieso muss jetzt der das haben? Und im Grossen kann man das auch sehen, in anderen Sachen, wo du sagst, es gibt auf dieser Welt Ungerechtigkeit, wo wir mal im Himmel werden anders haben, aber jetzt gibt es die Wölfe, die zubeissen und nachher sollen sie nur noch Gras fressen, genau, irgendwann im Himmel. Könnte man da vielleicht auch sagen, Peter, dass es wie vielleicht auch die göttliche Perspektive fehlt, um eben da gerade auch beurteilen? Also was der Steff zum Beispiel gesagt hat, dass anscheinend da menschlich gesehen vielleicht jemand sehr gut lebt, der Böses tut, und menschlich gesehen jemand, der Gutes tut, eher schlecht lebt. Denke ich auch so. Wir sind wirklich in einer falschen Perspektive und sehen da vieles einfach nicht. Es ist wie bei einer Stickerei, oder? Wenn du hinten schaust, ist eigentlich unsere Müsse, oder? Vorne ein wunderbares Muster, hinten eigentlich unsere. Wir sehen eigentlich nur die Hinterseite, den Durcheinander, und verstehen vieles nicht. Und ich denke, im Himmel sehen wir mal die andere Seite. Was Gott alles geplant hat, in all dem Chaos, innen, wo wir das Gefühl hatten, sind wir drin gewesen. Mhm. Auch noch ein Thema, das du vorhin aufgegriffen hast, Steffi, war zum Beispiel der Klimawandel. Der Meeresspiegel, der steigt zum Beispiel. Und da hast du auch ganz kurz in deiner Predigt erwähnt, den Klimawandel. Und dort ist so eine Frage, die sich mir immer oft gestellt hat, wie positioniert sich eigentlich die Bibel oder wie positioniert sich Gott in dem Ganzen, was ist der Auftrag an uns Christen? Und dort ist mir ein Vers in den Sinn gekommen aus dem 1. Mose, wo Gott sagt, dass wir wenn er uns in den Garten Eden setzt sozusagen, oder da drinnen schafft und dann sagt, ja, wir sollen da bebauen und bewahren. Und meine Frage war, zählt das nur für den Garten Eden, wo wir schlussendlich als Konsequenz rausgeworfen worden sind, oder ist das auch noch heute unser Auftrag für die Erde, wo wir jetzt leben? Also ich sehe es ja grundsätzlich so, es gibt eben eine christliche Frage von Leiten, Macht, Verantwortung, wo eigentlich immer etwas ist, was überkommt,
für andere, für das Gesamte und wo eigentlich Leiten und Dienen im christlichen Sinn sehr nahe beieinander ist. Und wir haben die Verantwortung für die Natur bekommen, für alles irgendwie, sagen wir, da auszuschöpfen aus diesen Sachen, aus den Ressourcen, die nutzen und so weiter. Aber wir haben die Verantwortung, sorgsam mit dem umzugehen und uns dafür einzusetzen, dass sie auch so bleibt. Oder in verschiedenen Formen vielleicht so bleibt, oder? Aber darum ist eigentlich Schöpfung, Verantwortung ein wichtiges Thema. Nicht nur einfach die Schöpfung sagt, Gott hat die Welt erschaffen, da glaube ich daran, dass es so ist. Aber ich glaube, dass wir die Verantwortung haben, mit dieser Schöpfung gut umzugehen. Mit den Tieren gut umzugehen, mit den Feldern, mit der Wiese, mit der Natur und so weiter, uns da Mühe zu geben. Also können wir eigentlich von einer Nachhaltigkeit sprechen, also nicht mehr zu verbrauchen, dass wir den anderen Generationen nach uns schaden? Genau, woher nehmen wir das Recht, dass wir ein Vielfaches von dem verbrauchen, wie es eigentlich möglich wäre bei so vielen Menschen auf der Welt? Das nehmen wir uns einfach selbstverständlicherweise in der Schweiz, ich auch. Ja, ist das christlich oder nicht? Ja, ich denke, da müssen wir ganz selbstkritisch sein. Ich glaube, gerade auch wir in so einem Land, wo es so viel gibt, geht man schnell da rein und kann sich gar nicht von dem irgendwie absprechen. Peter, möchtest du auch vielleicht noch was ergänzen, einen anderen Blick? Also da bin ich ganz mit euch einverstanden. Wir haben die Verantwortung. Es war nicht nur im Garten Eden, sondern wir haben die Schöpfung, die wir drin leben. Und wir machen grosse Sorgen, das Artensterben, wo wir drin sind, Biodiversität, die immer mehr verloren geht. Gerade weil mir eben Vögel und Tiere so wichtig sind, das ist, das ist mein Hobby eigentlich, oder? Merke ich, was da alles läuft und was schräg läuft. Und vielleicht, das ist einfach nur eine Vermutung, ist vielleicht die Corona-Krise auch ein Wink, ein höherer Wink, dass wir nicht immer noch mehr Wachstum und noch mehr Wachstum und noch mehr Wachstum auf Kosten von dem, was Gott geschaffen hat, produzieren. Also einfach ein bisschen Ohrfeigen, könnte man vielleicht sagen, was gibt. Und da ist vielleicht auch gerade noch eine gute weiterführende Frage, und zwar, in welchem Bereich braucht es heute so dringend vielleicht einen Aber-Gott-Moment? Also ich denke, viele denken jetzt wahrscheinlich gerade auch an Coronavirus, aber vielleicht auch einfach breiter gesehen, wo denkt ihr, braucht es jetzt mal wieder so einen Moment, dass Gott sagt, aber jetzt greife ich ein? Also ich bete schon lange dafür, dass in Nordkorea mal eine Änderung passiert. Das Volk, das so unterdrückt ist, so dermaßen geplagt ist, schon Jahrzehnte lang. Also ich bete darum, dass Gott da mal wirklich eine Veränderung schafft, dass er die Mächtigen vom Thron stürzt. Also eine Befreiung aus der Diktatur, ist da allgemeines Anliegen von dir, wo du dir noch mehr wünschst, dass viel mehr von diesen Diktaturen durch Gott aufgebrochen werden? Wäre schön, würde man wünschen, ja, dass da in diesen Ländern darf Freiheit und Demokratie überhand nehmen. Und ja, das wäre schon mein Wunsch. Eine Frage, die sich mir jetzt gerade gestellt hat, ist denn Demokratie eine Regierungsform, wo du würdest sagen, die ist konform mit dem, was Gott uns lehrt, oder da ist eine Regierungsform, wo Gott würde sagen, das ist gut? Ich glaube, es gibt keine perfekte Regierungsform, aber Demokratie ist doch die Form, wo man am meisten Freiheit hat, wo der einzelne Bürger am meisten noch mitreden kann. Wir sehen, dass auch Demokratie könnte missbraucht werden. Das sehen wir gerade heute, zum Teil in verschiedenen Ländern, wo einzelne Parteien jetzt die Demokratie aushöhlen, oder, und sich für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren. Ich denke, da muss man schon sehen. Gefahren sind immer da. Das macht viel zu viel Gewicht überkommt für einzelne Menschen und dass man die Macht dann ausnützt und dass man da die Macht kann irgendwo beschränken, da braucht es wirklich geeignete Instrumentarien, wo wir zum Teil zum Glück haben in der Schweiz, aber was auch in anderen Ländern brauchen würde. Steff, siehst du irgendwelche Bereiche, was mal nötig wäre? Ich sehe es so im Bereich Egoismus und Einsamkeit. Das ist ja eigentlich so ein bisschen positiver Nebeneffekt von dieser Krise, dass man vielleicht mehr anruft, mehr füreinander da ist, obwohl man nicht nebeneinander sein kann. Dass man vielleicht auch für die Nachbarn schaut, dass man für Schwächere schaut. Ich denke, da müsste eigentlich viel mehr in unserer Gesellschaft verankert sein, dass es so gut geht. Dass man an die denkt, die es nicht so gut geht, die vielleicht nicht immer Besuch bekommen, die irgendwo
vereinsamt. Es gibt so viele Möglichkeiten, da eigentlich einen Kontakt zu pflegen. Und plötzlich in dieser Krise haben wir so Möglichkeiten, um Leuten näher zu sein, obwohl wir immer gesagt haben, nein, da habe ich keine Zeit, so dort und dort herzugehen oder die und die zu besuchen. Und das andere, was ich finde, wo halt mein persönliches Anliegen ist, ich finde, durch die Kirche muss ein Ruck gehen. Wir sind so weit weg manchmal von den Menschen. Wir müssen näher zu den Menschen, wir müssen näher an Themen der Menschen, wir müssen mehr dorthin, dass die Formen, die wir Gott feiern, zusammen sind, Gemeinschaft pflegen, die Formen sind, wo viele Leute dazukommen können und viele Leute können teilhaben. Es wird, glaube ich, nicht etwas gegen den Inhalt, den wir haben, sondern dass oft abschreckend ist, wie wir die Sachen machen oder wie wir da sind oder überhaupt nicht da sind. Eine Frage vom Publikum, die dazu gestellt worden ist, ist, es hat ein bisschen mit dem zu tun, dass man momentan sich nicht treffen kann. Und es steht, wenn man so den Glauben das zweite, dritte zusammen leben. Wie erlebt ihr den Glauben momentan, wo euch nicht gut mit anderen Leuten treffen? Also ich denke, als Christ kann man das gut. Man kann seine Bibel lesen, man kann beten, man hat direkten Kontakt, direkten Draht zu Gott. Und da finde ich etwas vom Allergrößten und Schönsten, dass es wirklich möglich ist. Jetzt interessanterweise, ich sehe ja meine Enkel jetzt nicht mehr so viel, das ist für mich wirklich ein Verlust. Aber jetzt erzähle ich ihnen einfach zu Abend einmal per Telefon eine Geschichte. Und die geniessen das so richtig, das habe ich vorher gar nicht gemacht, aber jetzt jeden Abend wartet schon darauf, dass ich wieder anrufe und ich ihnen eine Geschichte erzähle. Natürlich auch eine Geschichte, die mir wichtig ist und die für sie soll wichtig werden. Meistens erzähle ich ein Lebensbild von einem bedeutenden Christ oder so, wo ich hoffe, dass für sie auch ein Vorbild wird. Ja, ich denke, es ist schon so, dass wie der Glaube ein bisschen persönlicher wird, dass man halt fast nur noch Gott-Ich-Beziehung lebt, so ein bisschen. Und ich vermisse das sehr, dass man zusammen unterwegs ist, jetzt gerade in der Jugendarbeit oder mit verschiedenen Teams oder so, wo man einerseits etwas vorbereitet, aber immer irgendwie ein Stück geistig den Weg teilt und voneinander profitiert und einander motivieren kann. Es wäre keine Kirche, wenn wir uns nur noch über Teams und Zoom unterhalten können, genau. Schlägt ihr dann vielleicht noch ein bisschen in den Bereich hin, wo du dir mehr würdest wünschen? Weniger Egoismus und ein bisschen mehr Gemeinschaft. Zudem habe ich gerade noch eine Nachfrage, außer es gibt gerade noch mal eine Frage aus dem Ding, zum Bereich Egoismus und so, man schaut nur noch auf sich. An was denkst du, könnte da liegen? Ist da einfach allgemeine Veränderung von der Gesellschaft oder gibt es da irgendeinen Grund, wo man könnte sagen, ja, da können wir etwas aktiv dagegen machen? Ich glaube, es liegt halt schon daran, dass wir relativ reich sind in unserem Land, dass wir viele Möglichkeiten haben, dass wir auch sehr viele technische Möglichkeiten haben. Das Handy führt dazu, dass man eben ein bisschen miteinander unterwegs ist, aber auf andere Formen. Da kann man Netflix-Party machen und austauschen, wie der Film ist, aber man ist nicht zusammen und man spürt dann einfach nicht gleich, wenn man im gleichen Raum wie hocken und so weiter. Und so die Sucht, dass man schaut, wer ist besser und wer ist besser angelegt und so weiter, all die Sachen. Ich weiß nicht, manchmal es ist einfach wahrscheinlich eine allgemeine Entwicklung, die man nicht stoppen kann. Aber ich glaube, dass ich mir als Kirche aufgerufen, immer wieder auch in diesen technischen Möglichkeiten oder in diesen Sachen, in diesen Formen trotzdem Sachen zu finden, wie man einander begegnen kann. Das haben wir ja gestern vom Kinderferientagsteam und von der Jungschau-Team aus haben wir 200 Osterhasen im Wald versteckt, in einem sehr, sehr grossen Gebiet und sehr gut versteckt nebenbei. Dann sind Kinder und die Eltern eingeladen gewesen, die zu suchen. Es hat dann noch Bastelmaterial und eine biblische Geschichte dazu gehabt und so. Und ich habe gemerkt, irgendwie war man eine Gemeinschaft gewesen, auch wenn man weite Abstände hatte zueinander. Man war in einer Gemeinschaft unterwegs in dem Wald. Man hatte immer wieder Begegnungen mit Leuten. Man war teilweise miteinander am Suchen auf eine gewisse Distanz. Und irgendwie war das so eine schöne Form von Begegnung gewesen. Und eigentlich sollte man immer wieder so Formen von Begegnungen schaffen, wo auch Gott ein Teil davon ist. Aber Begegnung zwischen dem Menschen und Begegnung zu Gott, das ist eigentlich, denke ich, der Punkt, wo man etwas bewegen kann. Mhm.
Du hast jetzt auch schon angesprochen und du bist auch Jugendarbeit in der Kirche, die wird ein bisschen mehr betreffen vielleicht sogar. Aber so eine allgemeine Frage, du hast zum Beispiel gesagt, eben, es gibt neue Trends, es gibt das Handy, es gibt irgendwelche Spiele, es gibt irgendwelche Streaming-Plattformen. Denkst du, da wäre etwas, was die Kirche auch mal auf dem Schirm haben und vielleicht sogar anfangen muss, selber Handy-Apps entwickeln, vielleicht selber anfangen muss, zum Beispiel eine Serie machen über die ganzen Bibelgeschichten, die es gibt. Denkst du, das ist etwas, was die Kirche sollte fördern oder denkst du, dann verfremdet man sich zu viel, vielleicht zu fest? Ich glaube, die Sachen gibt es ja alles schon im Internet. Da müssen wir nicht unbedingt als Gemeinde oder als Kirche oder als Jugendarbeit aktiv werden. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass wir dort, wo die Jungen sind oder dort, wo die Menschen sind, auch sind. So ist es mega cool, dass Einzelne das gefördert haben, dass man im Instagram recht aktiv ist und dort dabei ist. Oder jetzt auch wie, da ist ja von den Jungen gekommen, die Initiative, hey, jetzt machen wir einen Live-Gottesdienst, jetzt wollen wir das machen. Wir wollen auch dabei sein und wir wollen auch so Gottesdienst feiern. Ich denke, das sind die Aspekte, wo wir rum sein müssen. Aber wir müssen nicht eine eigene Plattform kreieren, nicht irgendetwas anderes kreieren, sondern dort sind, wo die Menschen sind. Mhm. Peter, was ist deine Perspektive vielleicht auf die Geschichte? Wer die Kirche muss auf dem Schirm haben und was sie nicht verpassen sollte in den nächsten paar Jahren? Ja, ich gehöre schon zu der älteren Generation. Ich bin natürlich noch ganz in diesen Formen aufgewachsen und lebe drin, wo wir immer hatten. Ich habe die auch geschätzt und Liebe gelernt, muss ich sagen. Und trotzdem freue ich mich. Ich freue mich einfach, dass jetzt vielleicht auch durch die Krise, wo wir drin sind, neue Möglichkeiten auftauchen und dass wir die auch wahrnehmen. Ich freue mich mit euch Jungen, dass ihr da so aktiv seid. Und ja. Eben, ich bin nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand technisch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich tue noch meine Geschichten telefonisch weiterzugeben. Ich könnte auch mit WhatsApp und mit Skype, das wäre noch ein bisschen besser natürlich. Aber es geht und ich finde, das ist eine Möglichkeit. Aber für mich ist gerade der richtige Moment, das jetzt eigentlich zu kehren. Wir haben ja mal gesagt, wir müssen ja eigentlich dann wieder den Ball zurückspielen an die beiden Jungen da. Was denken ihr denn, wo die Zukunft von der Kirche ist oder wo wir uns müssen positionieren? Steini, da du mal antworten, du hast schon genug gehört. Ich bin noch ein bisschen abgelenkt, aber ich komme gerade zu der Frage, wo müssen wir uns positionieren? Ich fände es schön, wenn es eine Kirche gibt, wo sich die ganzen Generationen, also von alt bis jung, von gescheit bis dumm, von arm bis reich, alle sich treffen und einen gemeinsamen Ort gibt, ein Gefäß gibt, wo miteinander kannst leben, wo du miteinander austauschen kannst, zusammen kannst du eine Gemeinschaft haben. Das ist meine Vision. Oder so finde ich, eine Kirche muss etwas haben. Die Frage von dem ist aber vorher noch ein bisschen die Richtung, wo wir uns mit neuen Medien oder mit modernen Sachen positionieren. Wie siehst du das mit modernen Gottesdiensten zum Beispiel? Ich finde es wichtig, dass man das Gefäß rausnimmt, dass man da neu nimmt, dass man das so nimmt, wie die Zeit ist, dass man dort kann man, finde ich, Kompromisse machen, dass man dort kann mitgehen mit der Welt, was sie wie die Welt tickt, dass man möglichst auf der Wellenlänge ist, dass man in das Leben rein kann reden von Menschen. Aber ich finde, der Inhalt soll sich nicht ändern, es soll sich nur das Gefäß oder das Aussenummer soll sich ändern. Wir müssen uns kurz absprechen, genau. Ja, ich finde, dass die Kirche da nicht verpassen mit den neuen Medien. Ich glaube, wir machen es jetzt relativ gut. Wir haben jetzt auch ziemlich schnell einen Livestream auf die Beine stellen, der auch bis jetzt gut funktioniert hat. Und ich denke, dass Kirche so Entwicklungen sicher auf dem Schirm haben sollte. Nicht, dass einfach alles immer ein bisschen älter wird und man mit der Kirche mitaltert sozusagen und man dann wieder einen Umbruch hat. Immer wieder so starke Umbrüche, sondern ich finde, es ist das Ziel von der Kirche, dass sie muss dynamisch bleiben und auch immer Angebote haben, die sozusagen am Zahn der Zeit, sagt man das, ich glaube schon, sind. Aber wie der Stein schon gesagt hat, nicht den Inhalt verändern tut, weil wir es unauthentisch machen, sondern einfach schauen, wie ist es momentan in der Gesellschaft so und mit was kann man die Leute erreichen. Etwas, was ich sehe, eindrücklich gefunden habe, ich gesehen, als ich gehört habe, was in New York jetzt läuft. Das ist eine Krise, ganz verrückt dran jetzt. Dass da jetzt wirklich eine Hilfsorganisation Zelt aufgestellt hat in einem Park und gesagt hat,
Wir dulden es nicht, dass die Leute einfach ohne Begleitung und ohne Angehörige sterben müssen. In unseren Zelten gibt es Beatmungsgeräte, aber da wird auch mit den Leuten gebetet, da wird ihnen auch die Hand gegeben, da wird auch... Das ist das, was unsere Welt braucht. Wir brauchen wieder die Nähe zueinander. Oder? Wir brauchen wieder ein Netz, das uns hebt, von Mitmenschen, die uns einfach begleiten bis am Schluss. Und das ist ein Zeichen, das ich finde, wo auch die Kirche nach wie vor einfach unbedingt beibehalten muss. Die ganze Technik kann uns auch total versachlichen und vereinzeln. Und das wäre schade, das wäre schade. Wir brauchen das Mitmenschliche, wir brauchen die nächste Liebe nach wie vor. Mhm. Das hast auch du, Stefan, das schon angesprochen. Wir haben gestorben, die auch so eine kleine Talkrunde gehabt, als Übung für den Gottesdienst da. Und wir sind dann auch, wir drei Jungen sind auch auf den Schluss gekommen, dass Gemeinschaft etwas vom Zentralen ist von der Kirche. Und der Kontakt zwischen Menschen sehr wichtig ist. Und ich finde das mehr cooles Zeichen, da habe ich gar nicht gewusst, dass die in New York so Zelt aufstellen und sagen, wir sind da für die Leute. Und dort sehe ich die Kirche auch, sie muss da sein für die Leute. Sonst würde ich gerade mal ein bisschen überleiten, noch ein bisschen in den zweiten Teil, wo wir uns vielleicht noch ein bisschen über den Coronavirus unterhalten. Also, das ja, das ist eine ganz gute Überleitungsfrage von einem Zuschauer. Er hat gesagt, gibt es nicht so Abergut-Momente? Hat es nicht echt schon vorher gegeben, vor der Corona-Krise, man hat sie einfach nicht wahrnehmen. Und somit ist jetzt wieder die Corona-Krise daraus entstanden, so etwas Schlimmes. Man hätte wie können durch die Abergut-Momente vorher schon gesehen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil man nicht miteinander reden kann. Ich habe jetzt persönlich die Zeichen so nicht gesehen, aber vielleicht meint man Klimawandel, Flüchtlingskrise, solche Sachen, die Zeichen sind. Gehe ich jetzt mal davon aus, ja, dass sich etwas bewegt auf dieser Welt und dass sie anders wird, wie sie war. Egal wie wir es denken, können sie aufhalten, das ist sicher sichtbar. Aber jetzt in dem, dass wir sind eher positive Sachen hängen geblieben vor also dem Schlimmen, ihnen auch ein paar wenige positive Aspekte gesehen. Da weiss ich jetzt nicht gerade, wo die Zeichen gewesen sind. Ich glaube, da können wir so stehen lassen. Dann vielleicht, wie sieht es denn bei euch, also wie sieht es mit eurer persönlichen Meinung oder auch, ja doch eigentlich zum Coronavirus aus, denkt ihr ja, jetzt wird es langsam mal wieder Zeit, dass ein positiver Abergott-Moment kommt und Gott das Coronavirus ausräumt. Oder denken die ja vielleicht sogar eher, ja, vielleicht ist auch gerade etwas, wo Gott gerade korrigiert. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen, aber es gibt auf WhatsApp so Kettenbriefe, die miteinander geschickt werden oder auch auf Instagram. So Theorien, dass jetzt der Coronavirus zum Beispiel da ist, um den Klimawandel zu korrigieren oder da ist, um die Überbevölkerung zu korrigieren. Also es kursiert ganz viel. Du tust schon den Kopf schütteln, teilweise auch. Aber denke dir, ist Zeit für einen Abergott-Moment? Vielleicht sehen wir da erst im Nachhinein, denke ich, was Gott vorhat jetzt mit dieser Krise. Aber wir sollen die Ohren offen haben und die Augen offen. Und einfach jetzt alles Böse auf Gott schieben, der soll jetzt schauen, da finde ich gerade auch falsch. Ich denke, Gott fordert uns auch raus. Unsere Wissenschaftler, unsere Ärzte, jetzt wirklich einen Impfstoff zu entdecken und jetzt wirklich ein Medikament zu entwickeln gegen die Not. Also das ist auch eine Herausforderung, wo wir müssen annehmen müssen. Wo wir nicht einfach können sagen, die liebe Gott soll es dann machen, oder? Also da bin ich eher der anderen Meinung, dass wir wirklich die Herausforderung annehmen müssen. Und aus dem, was wir jetzt können machen, jedes Einzelne das Beste machen. Ich habe gerade noch einen Zuschauer, der vorher eine Frage geschrieben hat, aber es passt jetzt gerade so gut, damit ich es erwähne. Die Corona-Krise trifft ja vor allem nur die Schwächeren und die Schwächsten und die Ärmsten von uns und nicht alle. So ist wie das Argument, dass zum Beispiel die Überbevölkerung oder so fair ausgelöscht wird oder so irgendetwas, oder die Theorie, die finde ich recht schrub und wie auch jetzt gerade der Zuschauer, der geschrieben hat. Gut, es ist so gesehen Darwin pur, oder? Evolutionmäßig. Also das ist ja eigentlich wie die Negativseite von der ganzen Darwin-Theorie, dass eigentlich dann der Stärker sich immer durchsetzen wird und der Schwache wird runterkommen.
Und das ist ja genau Jesus, der Verstandene, der genau dagegen redet und sagt, hey, wir sind einfach die Schwachen da. Jeder ist gleich wertvoll und es ist nicht nach Alter, nach Behinderung, nach Handicap oder was auch immer. Oder wie die USA, was ich ganz schlimm finde, dass so viele dunkelhäutige Menschen sterben, es sind ja mehrheitlich dunkelhäutige Menschen, die in den USA sterben, dass einfach auf die immer die Schwachen und die Armen geht. Das können wir als Christen nicht zulassen. Dann vielleicht noch ein bisschen, wie sieht denn momentan euren Alltag aus? Wie, wenn es vor allem schon ein bisschen antun, was sind vielleicht so ein bisschen eure Tipps an die Christen dort draußen? Wie kann man ohne mega grosses Gottesdienstangebot oder ohne so ein gutes Angebot von der Kirche, wo einem dort immer ein bisschen up to date halten? Was können die Leute mitgeben? Was können sie machen, um up to date zu bleiben und sich vielleicht auch selber ein bisschen herauszufordern im Glauben? Ich habe jetzt gerade für einen guten Nachbarn eingerichtet, der ist alleinstehend, ist 90, hat niemand eigentlich, dass jetzt jeden Tag mindestens jemand ihm anruft. Wir haben uns aufgeteilt in der Woche, ich rufe am Mittwoch an, jemand anderen am Donnerstag, dann am Freitag, am Samstag. Jeden Tag hat er mindestens ein Telefon, wo er mit jemandem schwätzen kann. Das finde ich schon mal so wichtig, nur schon da, oder? Eine einfache Sache. Oder eben, dass ich da meinen Enkeln jetzt Geschichten erzähle mit dem Telefon. Also die Verbindungen, die haben wir ja zum Glück heute. Wir haben die technischen Möglichkeiten, um in Verbindung zu bleiben. Auch wenn es jetzt natürlich nicht direkt und mit Umarmungen geht und so weiter, das ist klar. Aber da, denke ich, haben wir wirklich Möglichkeiten. Wir haben ja von unserer Kirchengemeinde so ein Unterstützungsangebot, wo man für Leute kann Post oder Essen bringen oder was auch immer erledigen. Und ich denke, das ist etwas, wo jetzt einige sich engagieren und etwas machen. Und jetzt für mich persönlich, ich habe gemerkt, ich muss einfach raus. Ich bin doch sehr viel jetzt auch im Wald unterwegs und laufe längere Strecken und bin einfach so im Gebet und merke, wie das eine Gottesnähe gibt in der Natur draußen. Das war eine mega coole Idee schon mal. Man kann sich auch noch selber kreativ werden. Und wir haben da jetzt noch gebeten, um zwei Bibelstellen rauszusuchen. Also du eine und du eine, die vielleicht unsere Zuhörer noch nicht so kennen oder vielleicht ein bisschen angeregt werden zum Weiterdenken. Ich würde euch jetzt gerade bitten, um da unseren Zuhörern noch mit auf den Weg zu gehen. Vielleicht noch ganz kurz eine Frage vor von einem Zuschauer, der jetzt gerade noch hier gekommen ist, der ein bisschen offener ist. Was bedeutet Ostern für euch? Ostern bedeutet für mich, dass eben der Tod nicht das Letzte ist. Ich habe eine Hoffnung. Und jetzt sind wir gerade beim Coronavirus, sind, ich habe keine Angst vor dem Virus. Also wirklich, was kann mir der eigentlich antun? Natürlich, ich kann sterben, aber ich weiß, wo ich hergehe, weil Jesus für mich gestorben ist und für mich gezahlt hat. Das ist für mich so ein wichtiger Punkt von Ostern. Jesus lebt und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Damit rechne ich ganz fest. Ich habe ein bisschen eine kontroverse Meinung. Ostern an sich bedeutet mir überhaupt nichts. Es sind einfach Tage, wo du frei hast und wo du mehr Zeit für Familie hast oder so. Ich bin nicht der, der in diesem Rhythmus rein ist und dann gerade besonders an das denkt. Ich glaube, es ist der Ostermoment, den wir täglich erleben können, zu wissen, dass wir eine Gemeinschaft haben mit dem Auferstandenen, dass wir in einer göttlichen Gemeinschaft drin sind, Anteil nehmen und dass wir durch andere Perspektiven für das Leben, für den einzelnen Tag bekommen, zu wissen, dass das Leben hat nicht mit dem Tod ein Ende, sondern wir Christen werden es im Himmel wieder sehen und aus dieser Perspektive auch ganz anders können an Arbeit herangehen, an wie sind wir als Familie unterwegs, wie sind wir sonst unterwegs, wo setzen wir Prioritäten im Leben. Das ist Ostern für mich, der tägliche Ostermoment. Und das andere ist Schoki und Eier essen und möglichst viel posten und jetzt einen riesen Braten hermachen oder was auch immer. Mit dem, also ich genieße es selber zum Essen und Trinken, aber mit dem hat für mich vom christlichen Glauben überhaupt nichts mehr zu tun. Vielleicht noch eine letzte Frage von einem Zuschauer. Da wird eher ein jugendlicher, ein bisschen jüngerer Zuschauer kommen. Die kommt nämlich immer wieder. Die geht jetzt gerade an dich. Erklär in einer Minute deinen Glauben und wieso du glaubst. Die wird immer wieder gestellt an unsere, die Predigt machen. Das ist eine etwas herausfordernde Frage.
ist eine Minute Zeit und was glaubst du und wieso? Also warum glaube ich? Für mich ist Jesus der, der wirklich das größte Problem, also die größte Probleme in dieser Welt gelöst hat. Die Angst vor dem Tod, die habe ich durch ihn verloren. Und das Zweite, Vergebung von unserer Schuld. Ich habe den Bruder erwähnt, den ich gesagt habe, mit dem Bruder habe ich sehr viel gestritten vorher. Und als er gestorben ist, von einem Tag auf den anderen, da habe ich gewusst, wer kann mir jetzt noch vergeben, wenn ich ihm alles gemacht habe? Er ist nicht mehr da. Aber ich habe gemerkt und gelernt und erfahren, dass Jesus, weil er für mich gezahlt hat, meine Schuld vergeben hat, darum ist für mich Jesus wirklich der Erlöser. Das ist gut, geschafft, tipptopp. Gut, dann gehen wir jetzt eigentlich zum digitalen Paltis über, mit den zwei Geschichten, die ihr euch überlegt habt, die ihr weitergeben in dieser Corona-Zeit. Vielleicht kann man dann erwähnen, man kann auch gut geistig unterwegs sein, wenn man auf Zoom oder Teams oder so miteinander zusammen betet, miteinander austauscht und so. Es gibt ja Kleingruppen, die das so machen, die zusammen unterwegs sind und so das machen. Und ich denke, vielleicht ist jetzt gerade die Sachen, die wir bringen, die Bibelstellen, etwas, wo man sagt, hey, das will ich mit anderen mal besprechen, ich will von anderen gerne hören, was sie darüber denken und mit anderen unterwegs sein. Und macht das, dort, wo ihr miteinander reden könnt, aber nutzt auch die modernen Medien. Es ist einfach gut, voneinander zu hören, was du denkst, was du glaubst, wie wir sind aufgerufen, selber zu glauben und selber zu denken, das will Gott von uns. Und ich habe ausgesucht aus dem 2. Mose 15, Vers 26. Der letzte Abschnitt, der ist vielleicht vielen Bibellesern doch bekannt und der Rest eher nicht, würde ich sagen. Und es hat ein bisschen Knacknuss drin. Ich denke, wir haben ja alle ein bisschen Zeit und darum kann man auch mal ein bisschen länger darüber nachdenken. Und zwar der Teil, den wir alle gut kennen, ist der Teil, was heisst, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Ich, der Herr, bin dein Arzt. Also Gott sagt zu uns, ich bin euer Doktor. Gerade in einer Zeit von Corona und so, mega ermutigend, oder zu wissen, Gott will nicht nur einfach, dass es unserer Seele gut geht, sondern er will, dass es unserem Körper gut geht. Und jetzt, ich tue es ein bisschen frei übersetzen, heisst es quasi, wenn ich auf Gott höre und das mache, was er sagt, was gut für mich ist, dann wird er keine Krankheiten schicken. Das hat er zum Volk Israel in der Wüste gesagt. Natürlich können wir sofort sagen, ja, das war halt dann gewesen. Aber wie ist jetzt das auf heute? Wenn wir den Satz versuchen, auf heute zu überlegen, halt mal, kann Gott überhaupt Krankheiten schicken? Macht das Gott? Ah, mir geht es in dem Fall, ich bin gesund, wenn ich auf Gott höre und das tue, was er sagt, was gut für mich ist. Da hat es für mich wie so ein Widerspruch drin, wo etwas zum Knacken. Ich hoffe, ihr und die Heide tun ein bisschen knacken an dem. 2. Mose 15, Vers 26. Wer gerne mit mir über den Vers ins Gespräch kommt, kann mir ein Mail schicken oder auf die WhatsApp-Nummer, die wir vorher schon ein paar Mal gehört haben, schreiben. Mega cooler Vers. Klingt jetzt schon mal recht herausfordernd. Danke vielmals. Ich würde allen, die sich Sorgen machen und Angst haben jetzt wegen dieser ganzen Virussituation, den Vers aus Philipper 4, Vers 6 zurufen. Da steht doch von Paulus, und da schreibt er übrigens im Gefängnis, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott um alles bitten. Um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt. Da kommt noch ein Zusatz. Und dankt ihm auch. Wie muss ich nicht sagen? Ich glaube, das ist verständlich. Das ist doch super. Ich glaube, das ist schon ein mehr guter Abschluss, wenn eine gute Kombination ist. So etwas, wo einem hoffen lässt, wo man Zuversicht zuspricht und etwas, wo man sich dann vielleicht auch noch ein bisschen herausfordern kann. Ich möchte euch beiden jetzt Danke sagen. Gerade dir auch nochmal für die Predigt, aber auch, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview. Und dir, Steff, auch natürlich, dass du da angekommen bist und ja, wir haben dir Fragen stellen können. Ganz herzlich möchte ich auch nochmal den beiden Technikern danken, die da gestern Nachmittag mega viel aufgestellt haben, dass das möglich wird. Und natürlich auch nochmal am Gotthard,
der sich für die Musik eingesetzt hat, auch im Steini, der sich mit mir bereit erklärt hat, um das zu machen. Und ich tue jetzt einfach noch ganz kurz die Mitteilungen nochmal wiederholen, haben Sie ja vorhin wahrscheinlich schon gehört. Aber da wäre zum einen am Sonntag, 19. April, am 5. gibt es eine Gebetsarbeit. Die genaueren Infos werden eben auf der Webseite dann noch publiziert. Und dann nochmal ein Gottesdienst in dem Rahmen, nämlich der Startup-Gottesdienst, der ist dann am Sonntag, 26. April. In dem Sinn wünsche ich Ihnen noch einen schönen Ostersonntag und dann wieder einen guten Start in die Woche.